Ich habe mich niemals bei Gott oder so etwas gebückt, um Erfolg zu haben. Aber ich würde mich durch sämtliche Kloaken der Welt, durch sämtliche Erniedrigungen und Schändungen hindurchwinden, um zu malen. Ich muss das. Bis auf den letzten Tropfen muss alles, was an Formvorstellung in mir lebt, raus. Leben, um zu malen. Malen, um zu leben. Schaffen, koste es, was es wolle. Als Max Beckmann diese Zeilen 1914 niederschreibt, ist er noch keine 30, doch bereits ein gefeierter Künstler. Zwei Jahrzehnte später muss er beweisen, dass dieses pathetische Bekenntnis für ihn noch immer Gültigkeit besitzt. Denn jetzt folgt dem Ruhm tatsächlich die Erniedrigung. Beckmanns Bilder werden aus den deutschen Museen verbannt, sein Werk als entartet geschmäht. Die Kloake, die sich seit 1933 über Deutschland ergießt, erreicht nun auch seine Ateliertür. Am 19. Juli 1937 wird in München die Ausstellung Entartete Kunst eröffnet. Auch Beckmanns Bilder hängen hier. Aus dem gefeierten Malerstar wird über Nacht ein Verfemter. Bleiben hieße, die Kunst verraten. Er packt die Koffer und geht ins Exil. Leipzig. Hier im Zentrum der alten Messestadt wird Max Beckmann am 12. November 1884 geboren. Sein Verhältnis zu Leipzig lässt sich, vorsichtig formuliert, als distanziert beschreiben. Ich betrachte diesen Geburtsort nicht als meinen wesentlichen. Ich finde es überhaupt peinlich, wenn man an seine Geburt erinnert wird. Es ist mir irgendwie zu naturalistisch. Immerhin gibt es einige dunkle Pleißegassen und einige Pelzwarengerüche aus dem Brühl, die mir von da in Erinnerung geblieben sind. Beckmann ist 11, als die Familie Leipzig verlässt und nach Braunschweig zieht. Kurze Zeit später stirbt sein Vater, der es im Getreidehandel zu einem kleinen Vermögen gebracht hat. Beckmann, der nun unter der Vormundschaft seines Onkels steht, hegt allerdings ganz andere Ambitionen. Der Knabe, hier ein Selbstbildnis des 15-Jährigen, will Maler werden. Und wenn man der Legende glauben darf, ringt er seinem Vormund die Erlaubnis zum Kunststudium in Weimar mit einer Porträtzeichnung ab. Die ist so gut, dass der Onkel alle Widerstände fallen lässt. Dieses Bildnis des Friedrich Beckmann entsteht 1903. Da zahlt der alte Herr bereits seit 3 Jahren für das Studium seines Mündels an der Großherzoglichen Kunstschule zu Weimar. Die befand sich hier in der Belvedere-Allee und war eine der ersten deutschen Kunstakademien, die auch Damen zum regulären Studium zuließ. Eine von ihnen ist Minna Tube, die in der Naturklasse des Norwegers Carl Fridtjof Smeed auf den jungen Beckmann trifft. Die beiden werden ein Paar. Sie war eine sehr gut erzogene Frau aus einer intellektuellen Familie. Vater war Moraltheologe, war Professor, war Militärpfarrer, war also ein gebildeter Mann, die Mutter dazu auch. Und sie war dazu erzogen, frei zu denken, sich frei zu verantworten vor Gott und der Welt. Und insofern dann eben sehr stark, weil sie gesagt hat, das, was ich will, das möchte ich auch durchsetzen. Und insofern war sie eine starke Partnerin zu einem starken Mann. 1906 wird geheiratet. 1908 Sohn Peter geboren. Wie sich Beckmann die Beziehung vorstellt, wird in diesem Doppelbildnis deutlich. Die Frau als Stütze des Genies, die Hände artig gefaltet. Er hat schon ein sehr klassisches Rollenverständnis, was sein Verhältnis zu Frauen angeht. Und er heiratet sie quasi unter der Bedingung 1906, dass sie ihre Karriere als Malerin aufgibt. Das tut sie auch. Beginnt aber dann später eine Gesangsausbildung. Die Beckmanns wohnen jetzt in Berlin und Max hat seinen ersten großen Erfolg. Auf der 3. Ausstellung des Deutschen Künstlerbundes 1906 zeigt der 22-Jährige sein großformatiges Gemälde »Junge Männer am Meer«. Beckmann wird von der Kritik mit Lob überhäuft und gewinnt den Ehrenpreis des Künstlerbundes, der mit einem Studienaufenthalt in Florenz verbunden ist.
Zudem kauft das Großherzogliche Museum Weimar das Gemälde. Besser hätte es für Beckmann nicht laufen können. Mit einem Schlag gehört er zum künstlerischen Establishment des Kaiserreichs. Er wird gekauft, ist frei in der Wahl seiner Motive und Formate. Beckmann bevorzugt riesige Leinwände und große Themen. Auferstehung, Sintflut, Kreuzigung, so die Bildtitel jener frühen Jahre. 1907 entsteht Die Schlacht, eine Gewaltorgie auf 10 Quadratmetern. Beckmann im Schaffensrausch. Malen will ich, bis zur Besinnungslosigkeit. Wie schön ist doch dieses Handwerk. Was für ein Genuss. Menschen, Menschen, Menschen. Wie sich die Haut über ihre Knochen und Sehnen spannt. Wie sich die Individualität so wunderbar und unendlich variiert. Das Gemetzel, das Beckmann eben noch auf der Leinwand als schaurige Meer inszenierte, wird wenig später Wirklichkeit. Der Erste Weltkrieg bricht aus und das Kommodeleben des jungen Malerfürsten findet ein jähes Ende. Anders als viele seiner Kollegen jubelt Beckmann nicht, als der Kaiser sein Volk zu den Waffen ruft. Doch er weiß, dass dieser Weltenbrand sein Thema ist. Er will, er muss dabei sein, mit eigenen Augen das große, blutige Drama sehen. 1914 meldet er sich als freiwilliger Krankenpfleger an die Front. Meine Kunst kriegt hier zu fressen. Ein Jahr ist Beckmann Sanitäter, dann bricht er unter der Last der blutigen Bilder zusammen. Physisch und psychisch am Ende wird der Künstler ausgemustert. Nirgends ist mir der unsagbare Widersinn des Lebens deutlicher geworden. Obwohl in Berlin Frau und Sohn auf ihn warten, geht Beckmann nach Frankfurt und verkriecht sich in der Wohnung Ugi Battenbergs, eines alten Freundes aus Weimarer Studientagen. Für die nächsten Jahre wird die Schweizer Straße Nummer 3 Beckmanns Adresse. Während Beckmann am Main schleppend den Weg zur Malerei zurückfindet, beginnt seine Frau eine Karriere als Opernsängerin. Im November 1915 debütiert Minna Beckmann-Tube in Elberfeld als Wagner-Interpretin. Im Krieg, als es auch notwendig war, dass irgendjemand auch noch Geld verdiente in der Familie, denn es wurde ja, er malte nicht mehr, er verkaufte nicht mehr, es gab keinen Kunsthandel mehr in dem Sinn. Und musste irgendjemand noch ein bisschen Geld verdienen, kam das Engagement nach Elberfeld für sie wohl doch sehr nützlich für die Gesamtfamilie und für sie auch sicher wesentlich. Denn dass sie ein Forum brauchte für ihre Kreativität, für ihre künstlerische Begabung, das war wohl sicher so. Es dauert lange, bis Beckmann seine Fronteindrücke künstlerisch verarbeiten kann. Angesichts des Erlebten wirkt das barocke Pathos seiner Vorkriegsmalerei aufgesetzt, gekünstelt. Er spürt, dass er sich als Künstler neu erfinden muss. 1917 porträtiert sich Beckmann selbst mit rotem Schal. Die Augen weit aufgerissen, der Körper ausgemergelt, die Hände übergroß, der Mund verzerrt. Aus dem selbstbewussten Malerstar ist ein Gehetzter, ein Schmerzensmann geworden. Beckmann hat endlich eine Sprache entdeckt, die es ihm erlaubt, auch in kleinen Formaten das Elend der Welt lauthals herauszuschreien. Revolution, Bürgerkrieg, Inflation, das alles spielt sich vor seiner Haustür ab. Zeigt Beckmann, auf welch tönernen Füßen die bürgerliche Existenz steht. Und Beckmann zeigt es uns. Er hat die Grafik für sich entdeckt und beginnt in unzähligen Blättern die fiebrige Atmosphäre der Nachkriegszeit festzuhalten. Und auch der neue Beckmann hat Erfolg. Wieder beginnen sich Sammler für seine Kunst zu interessieren. Einer von ihnen ist der Schauspieler Heinrich George, der Beckmanns Frankfurter Galeristen Peter Zingler bittet, ihn mit dem Künstler bekannt zu machen. Und die beiden spazierten also darauf und klingelten und Beckmann machte auf in seinem alten Sanitätskittel, den er noch aus dem Ersten Weltkrieg hatte. Das war sein Malkittel jetzt.
Und er sagte, ja, schön, aber wir treffen uns im Café Rumpelmeier nachher. Er hat sie also nicht reingelassen. Erstmal. Das hat sich natürlich später geändert. Aber das war die erste Begegnung. Die kann man genau orten, weil es gibt ein Geschenk einer Grafikmappe, die Hölle, an George von Peter Zingler. Und da ist eine Widmung drin, anlässlich der ersten Begegnung mit Max Beckmann am 18.03.1920. Das Rumpelmeier ist ein Frankfurter Künstlercafé. Beckmann ist dort ein gern gesehener Gast. Er liebt Geselligkeit, trinkt, isst und amüsiert sich. Sein Bekanntenkreis wächst stetig. Es sind die goldenen 20er und Beckmann ist mittendrin. Wohlwissend, dass der Spaß jederzeit wieder enden kann. ...1921 malt sich der Künstler als Clown. Doch aller Frohsinn ist aus seinem Antlitz gewichen. Die Maske hat er fallen gelassen. Der rechte Arm wird uns wie zum Aderlass entgegengestreckt. Zur selben Zeit entsteht sein Familienbildnis. Beckmann wirkt wie auf einer Krankenbahre in die gemeinsame Wohnung von Gattin und Schwiegermutter hineingeschoben. Ein Fremder unter Fremden. Die Kerze zwischen Max und Minna ist erloschen. Nicht einmal Sohn Peter, der am Boden kauert, nimmt Notiz vom Vater. Von Peter Beckmann gibt es ganz wenig. Also Max, seinen Sohn malen, gibt es Ölbild, eins. Und ein späteres Aquarell und ein paar Zeichnungen und zwei Grafiken. Aber das ist, wenn man mal sagt, von 1908 bis 1924 oder 28, ist das eben ein sehr distanziertes Verhältnis, auch zeichnerisch, malerisch. Und das hat, ich glaube, Beckmann hat einfach andere Dinge interessiert. Es war gar nicht aktiv ablehnend oder das Kind nicht mögend oder es war einfach nicht im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. 1925 reicht Beckmann die Scheidung ein. Er hat sich verliebt. Die Neue heißt Mathilde, ist 20 Jahre jünger und stammt aus der Malerdynastie der von Kaulbachs. Noch im selben Jahr wird sie seine Frau. Als Minna Beckmann-Tube von der Eheschließung erfährt, endet ihre Opernkarriere abrupt. Stimme war weg. Sie konnte nicht mehr singen. Weil ich saß neben ihr in der Kirche als Kind und habe gesagt, sag mal, Omi, warum singst du eigentlich nicht mit? Ich meine, die Lieder musst du doch alle seit deiner Kindheit kennen. Keine Stimme mehr. Mathilde, nur Quappi genannt, akzeptiert die ihr zugeteilte Rolle, begnügt sich damit, allein Gattin und Muse zu sein. Die muss in jeder Hinsicht seinen Vorstellungen von einer Frau entsprochen haben. Also sowohl sie war synonym, wenn es um seine erotischen Fantasien ging, wie auch die klassische Ehefrau, wie sie auch in verschiedenen repräsentativen Bildnissen ja immer wieder einherkommt. Auf der Leinwand feiert der Künstler den Körper seiner jungen Frau. Quappi bleibt bis an sein Lebensende Beckmanns bevorzugtes Modell. Egal ob nackt, mit Hündchen oder ganz Dame. ...1925 bietet die Stadt Frankfurt dem Künstler eine Professur an der Kunstschule des Städelmuseums an. Der Maler fordert ein Jahresgehalt von 10.000 Reichsmark und bekommt es. Beckmanns Bilder zeigt und kauft man jetzt auch im Ausland. In Paris unterhält der Maler ab 1929 ein eigenes Atelier. Immer öfter wird Beckmann nun in einem Atemzug mit Picasso genannt.
Er ist Träger des Reichsehrenpreises Deutscher Kunst und im Kronprinzenpalais unter den Linden bestückt der Direktor der Nationalgalerie einen ganzen Saal allein mit Beckmanns Bildern. Der Ruhm befeuert Beckmanns Allmachtsfantasien. Früher im Clownskostüm zeigt er sich nun bar aller Selbstzweifel im Smoking. Der Künstler im neuen Sinn der Zeit ist der bewusste Former der transzendenten Idee. Der ist gleichzeitig Former und Gefäß. Sein Wirken im Staat ist von wesentlichster Bedeutung, da nur von ihm aus die Gesetze einer neuen Kultur ausgehen können. Zur selben Zeit schicken sich allerdings auch die Nationalsozialisten an, den Staat nach ihrem Gusto neu zu formen. Und auch sie haben ganz genaue Vorstellungen davon, was ein deutscher Künstler zu tun und was er zu lassen hat. Nur wenige Tage nach der Machtergreifung der Nazis bekommt Herr Professor Beckmann von der Stadt Frankfurt sein Kündigungsschreiben. Der Maler, von der NS-Presse als Nichtskönner beschimpft, geht nach Berlin. In der Anonymität der Großstadt hofft Beckmann, die Anfeindungen der neuen Machthaber unbeschadet zu überstehen. Auch wenn seine Arbeiten in Deutschland kaum noch gezeigt werden, fühlt sich Beckmann nicht ausgestoßen, halten ihm doch Sammler und Freunde die Treue. 1935 malt Beckmann das Familienbild Heinrich George. Der Schauspieler erscheint hier als verletzlicher Riese, mit den Händen gleichzeitig gemächt und brustschützend, zu seinen Füßen im Nachthemd Sohn Jan. Ich erinnere mich genau, als Kind lief ich rum und machte immer diese Bewegung. Warum ich es gemacht habe, weiß ich nicht, ob ich es irgendwo abgeguckt habe. Und nachdem ich mich schlau gemacht habe, was es bedeutet, das heißt, es diese eine Art Schutz- und Wehrsache ist, dachte ich, da muss er sich doch was beigedacht haben, dass er gerade das Zeichen genommen hatte. Er hätte sich auch ein anderes nehmen können, er hätte mich ja auch krabbelnd auf dem Boden malen können oder so. Jan Georges Vater Heinrich wird nach dem Krieg in einem russischen Straflager sterben. Die Familie ihren Beckmann verkaufen müssen. Ganz eigentümlich das Bild. Wenn man ganz genau hinguckt und sich ganz genau damit beschäftigt, hat das also eine ganz tolle Geschichte eigentlich. Was auch unser Schicksal angeht. Die Überlebenden und die Toten. George arrangiert sich mit den Nazis. Beckmann will und kann das nicht. Im Juli 1937 eröffnet Adolf Hitler in München die erste große deutsche Kunstausstellung. Jetzt wird das biedere Kunstverständnis des Führers endgültig zur Staatsräson. In seiner Eröffnungsrede droht Hitler unverhohlen der alten Avantgarde. Entweder diese sogenannten Künstler haben einen Augenfehler, sind geistesgestört, oder aber sie verzerren mutwillig die Wirklichkeit. Dann allerdings würde ihr Vergehen in das Gebiet der Strafrechtspflege fallen. Beckmann hört Hitlers Rede im Radio und weiß, dass diese Kampfansage ihm gilt. Mehr als ein Dutzend Beckmann-Arbeiten hängen in der Propagandaschau Entartete Kunst, die man parallel zur großen deutschen Kunstausstellung erst in München und dann in anderen deutschen Städten zeigt. Mit Preisschildern und höhnischen Kommentaren versehen steht hier die gesamte Moderne am Pranger. Am Tag nach Hitlers Auftritt in München packen Max und Quappi Beckmann ihre Koffer. Sie gehen ins Exil, fliehen nach Holland. Der unmittelbaren physischen Bedrohung ist der Künstler damit erst einmal entkommen. In Amsterdam mietet sich das Paar eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit einem kleinen Dachatelier. Und Beckmann feiert die geglückte Flucht mit einem neuen Selbstbildnis. Titel: Der Befreite. Der Künstler entledigt sich seiner Ketten. Noch kann Beckmann reisen, Händler und Sammler besuchen, kann in Paris Freunde treffen.
Bereits in Deutschland lernte er den jungen Schriftsteller und Kaufmannssohn Stefan Lackner kennen. Lackner ist Jude, musste nach Frankreich emigrieren und beginnt nun von dort aus, den Maler finanziell zu unterstützen. Er lässt sich von ihm porträtieren, kauft regelmäßig Bilder und setzt damit den Grundstock für eine der weltweit wichtigsten privaten Beckmann-Sammlungen. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und dem Einmarsch der Wehrmacht in den Niederlanden verschlechtert sich Beckmanns Lage schlagartig. Wieder muss der Künstler um seine Existenz bangen. Der Versuch, ein Einreisevisum in die USA zu bekommen, scheitert. Während die Bomben der Deutschen auf das neutrale Holland fallen, verbrennt der Künstler seine Tagebücher. In dieser scheinbar ausweglosen Situation kommt Beckmann seinen Sohn Peter zu Hilfe, der als Truppenarzt in das von der Wehrmacht besetzte Amsterdam reist. Plötzlich kommt dann 1940 ein 32-jähriger Mann ins Haus, der Bücher gelesen hat, der gedacht hat, der auch schon Bücher geschrieben hat, der Arzt ist, der ein gestandener Kerl ist und nicht mehr so ein Kind, was irgendwie Zuwendung braucht. Und plötzlich entsteht zwischen den beiden eine wirkliche Auseinandersetzung und hochspannende Briefe, die sich dann über das Thema Tod oder Geistiges oder was ist Gott oder alles das schreiben. Und damit konnte Beckmann dann deutlich besser umgehen als mit allem davor. Beckmann malt ohne Unterlass. 280 Ölgemälde entstehen in den 10 Jahren seines holländischen Exils, ein Drittel des bildnerischen Gesamtwerks des Malers. Beckmanns Palette verdüstert sich, die Räume werden enger, der Pinselstrich fahrig. Aber er malt und sein Sohn sorgt dafür, dass etliche dieser Bilder ihren Weg nach Deutschland finden. Mit Sanitätstransporten gelangen die verbotenen Werke zu den treuesten Freunden und Sammlern Beckmanns. Und im Gegenzug ihr Geld nach Amsterdam. Mein Vater war auch ganz guter Schauspieler und die Not macht erfinderisch. Also hat er das auf irgendeinem Weg hingekriegt und einmal ist er erwischt worden. Also einmal ist die Ladung kontrolliert worden. Und da hat er wohl überzeugend dargestellt, dass das Casino Dekorationen für das Berliner Offizierscasino der Luftwaffe seien und dass er die gemalt hätte. Und das ging wohl durch. Als Sohn Peter an die Ostfront muss, reißt Beckmanns Kontakt zur Heimat ab. Es folgen Monate der Angst und der Ungewissheit. Max Beckmann, inzwischen 50, fürchtet seine Einberufung. Er erkrankt schwer und taucht schließlich unter, bis die deutschen Truppen Amsterdam räumen müssen. Es scheint langsam besser zu werden mit meiner Existenz. Aber was wird aus Deutschland? Dunkel ist alles. 2 Jahre bleibt Beckmann noch in Amsterdam. Dann endlich bekommt er die lang ersehnte Einreiseerlaubnis für die USA. Zurück in die besiegte, besetzte und zerrissene Heimat will er nicht. Am 29. August 1947 verlassen Max und Kwapi Beckmann mit der Westerdam das alte Europa. Am 9. September erreicht ihr Schiff New York. Beckmann verdankt sein Visum einer Einladung an die Art School der Washington University St. Louis. Dort will man den Deutschen als Lehrer. Kaum angekommen, malt Beckmann sein Selbstbildnis mit Zigarette. Der Künstler im feinen Zwirn, distanziert, abwartend. Es war gut für Beckmann, dass er zuerst nach St. Louis gekommen ist. St. Louis erinnert ihn auch, was wir auch wiederum Briefen entnehmen können, sehr stark an Frankfurt. Ja, die Gesellschaft ist eine andere, er ist da familiär so aufgehoben. Wir wissen, dass Beckmann, als er nach Amerika kam, nur bruchstückhaft Englisch sprach. Also er ungern Englisch sprach, kommunizierte, das machte seine Frau für ihn, die immer an seiner Seite war.
Aber in St. Louis, da sind natürlich auch viele Immigranten, viele Deutschsprechende, die er dort trifft. Der aus Nazi-Deutschland geflohene Kunsthändler Kurt Valentin und Hans Zwarzenski, dessen Vater Georg bis 1933 der Frankfurter Städelschule vorstand, gehören in den USA zu Beckmanns Fürsprechern. Ebenso wie Perry T. Rathbone, der in St. Louis 1948 die erste große Beckmann-Retrospektive organisiert. Nach der düsteren Periode des holländischen Exils hält sich Beckmanns Palette nun wieder auf. Fast scheint es, als hätte sich der grüblerische Deutsche von der Unbekümmertheit seiner Gastgeber anstecken lassen. Von den vielen Gesichtern, die mir vorgestellt wurden, blieben eine amüsante Klosettdeckel-Fabrikantenfamilie, ein ziemlich heftig entblößter Busen und viel Kollektivanbetung. Er ist in gewisser Weise ein kleiner Star, aber er muss sich vermarkten schon. Das läuft ja, er wird interviewt, er wird fotografiert, er muss präsent sein. Und da kann der Mann nicht arbeiten. Und was der will, ist arbeiten. Der will im Atelier arbeiten, er liest viel, er schreibt viel. Und dann macht er viele kleine Trips und Reisen. Beckmann ist von seiner neuen Heimat fasziniert. Er durchquert das Land, fährt bis an den Pazifik und beschließt dann doch, sich in New York niederzulassen. 1949 nimmt er eine Professur an der Art School des Brooklyn Museums an. Ja, New York ist wirklich großartig. Nur stinkt es eben nach verbranntem Fett, wie die Braten des erschlagenen Feindes bei den Wilden. Aber trotzdem, doll. 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 Babylon ist ein Kindergarten dagegen. Und der babylonische Turm wird hier zur Massenerektion eines ungeheuerlichen, sinnlosen Willens. Also mir sympathisch. Beckmann stürzt sich noch einmal mit ganzer Kraft in die Arbeit. Die Leinwände werden wieder größer, die Themen komplexer. Beckmanns Welttheater geht in eine neue, allerletzte Spielzeit. Weihnachten 1950 setzt der Maler die letzten Pinselstriche an dem Triptychon Argonauten. Noch einmal fährt der 66-jährige Beckmann alles auf, was sein Werk so unverwechselbar macht. Nur diesmal in fast klassischer Formstrenge und Erhabenheit. Am Vormittag des 27. Dezember 1950 verlässt Beckmann sein Atelier in der 69. Straße. Er will ins nahegelegene Metropolitan Museum, in die gerade eröffnete Ausstellung Amerikanische Malerei heute. Dort hängt sein Selbstbildnis in blauer Jacke. Weit kommt Beckmann nicht. Kurz vor dem Central Park bricht der Tod zusammen. Ich warte auf einen Riss von oben in der grauen Decke, durch welchen ich hineinsehen kann. In die Unendlichkeit.